Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Venix Tech News. Auch wenn es heute etwas spät schon ist, wir schauen uns trotzdem mal an, was sich alles in der Technikwelt in der letzten Woche getan hat. Viel Spaß! Ja, als kleines Einstiegsthema würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit der Google Lens. Die Google Lens, was ist das? Es ist eine Funktion, eine Fotosoftware sozusagen auf den Smartphones, welche euch ermöglicht, irgendwelche Informationen über das Bild rauszubekommen. Das heißt, ihr könnt dann eure Galerie sortieren nach bestimmten Objekten, nach Natur, nach Katzen, was weiß ich. Ich denke, die meisten von euch werden es kennen. Tja, und was ist da jetzt neu für Besitzer des Google Pixel Phones oder jetzt auch der zweiten Generation, also des Google Pixel 2 und XL und so weiter? Die werden bald da ein Update bekommen. Das heißt, der Google Assistant wird dann auch damit funktionieren. Was heißt das dann? Das heißt, wenn ihr eure Foto-App öffnet, dann wird es praktisch verknüpft sein und ihr braucht jetzt kein Bild sozusagen in eurer Galerie, wo ihr Informationen erhaltet. Nein, ihr könnt das Ganze dann sozusagen live ausführen. Das heißt, ihr geht in eure Foto-App rein, fixiert irgendwas an, sagen wir ein Blatt, und habt dann direkt da diese interagierenden Informationen dabei, was doch sehr cool ist. Ich habe leider kein Pixel-Phone, das heißt, für mich wird es dieses Update nicht geben, wird die nächsten Wochen aber auf jeden Fall rauskommen und ist doch echt eine coole Neuerung von Google, dass sie da so dranbleiben und wenn es dann irgendwann mal richtig gut funktioniert, dann ist es schon was Feines. Ja, geht's weiter mit einem kleinen Info-Punkt, genau. Ja, wollte ich einfach nur kurz mit reinpacken. Ihr habt es gesehen, ich habe mir demnächst wurde mir von Xiaomi dieses A1 Smartphone zur Verfügung gestellt. Ich bin begeistert von dem Teil, habe ja auch ein Review dazu gemacht und habe euch schon auch gesagt, dass sie jetzt ja den ersten Store in Europa eröffnet haben, da in Madrid, und dass sie jetzt immer weiter hier vordringen. Und jetzt gibt es tatsächlich auch schon die ersten Angebote mit dem Xiaomi Mi Mix 2, das High-End-Gerät gerade von denen. Und das bekommt ihr bei Kongstar im Vertrag jetzt schon angeboten. Fand ich krass. Link packe ich euch auch mal in die Beschreibung, falls ihr da interessiert seid. Das ist natürlich kein irgendwie Kauflink über mich. Nein, einfach nur mal für euch zur Info. Ist krass, dass man jetzt auch schon solche Smartphones hier mit Top-Verträgen sozusagen erhalten kann. Denn ich denke, gerade bei der Marke Xiaomi werden wir in den nächsten Monaten hier in Europa einiges noch mitbekommen. Und die werden ja unseren ganzen Smartphone-Markt ziemlich umkrempeln. Geht's weiter mit dem nächsten Thema und zwar Android Oreo, das heißt Android One, nicht One 8, kommt demnächst raus, beziehungsweise ist schon draußen, aber kommt demnächst für einige Geräte raus. Und da ist eine ja, geleakte Liste aufgetaucht für die Samsung-Modelle, welche alle das Update erhalten sollen. Und das finde ich schon extrem krass. Ich blende es hier euch gerade mal ein noch und lese es euch gerade mal vor. Also mit dabei für das Update, für das 8er dann Android 8, ist auf jeden Fall das Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 8, Galaxy Note 7 und dann aber auch noch die Modelle von 2015, also das Galaxy S6 Edge und Edge Plus und das Galaxy Note 5. Finde ich ziemlich krass, dass sie da so weit zurückgehen praktisch mit dem Aktualisieren des Betriebssystems dann. Und ja, ich denke mir, da kann sich dann doch einiges tun, denn ich habe es euch neulich schon gesagt, gerade bei der Vorstellung des Xiaomi Phones, da läuft ja Android One drauf und das ist halt dann schon sehr flüssig alles. Da habt ihr keinen zugemüllten Launcher wie dann bei Samsung beispielsweise, HTC und so weiter. Aber wenn Samsung jetzt diesen Schritt geht, dass sie dann praktisch trotzdem noch die Update-Version des neuesten Androids dann praktisch für ihre alten Geräte auch anbieten, beziehungsweise ziemlich weit eben nach hinten für die 2015er Modelle, kann das Ganze dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Denn falls die Geräte dann doch flüssiger wieder laufen, ist es dann echt eine coole Sache. Denn ich habe euch schon gesagt, die Geräte werden einfach nach einem Jahr, das wisst ihr ja selber, sind die einfach nicht mehr so schnell. Und es liegt eben hauptsächlich an der Software von den jeweiligen Herstellern. Aber wenn die dann trotzdem das Neueste jetzt draufpacken, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Verbesserung bringt. Und finde ich sehr gut an dieser Stelle. Auch dazu, Link natürlich in der Videobeschreibung zu dem Artikel. Und ja, als letztes Kleines noch habe ich hier einen Artikel gefunden und zwar, der beschreibt, Amazon arbeitet weiter an Verbesserungen von dem Echo. Der Sprachassistent Alexa läuft natürlich bis jetzt drauf und läuft auch sehr gut und wird aber weiter verbessert. Die wollen jetzt auch in Richtung Google gehen, das heißt, sie wollen anfangen,
Dialoge praktisch möglich zu machen und dass man irgendwann richtig das Gefühl hat, man redet mit einem echten Menschen. Da sind die gerade sehr dran, dass praktisch eine Antwort erfolgt von dem Echo-Gerät und ihr dann daraufhin wieder die nächste Frage stellen könnt. Ähnlich wie es schon bei dem Google Assistant bzw. auf dem Google Home funktioniert. Natürlich auch noch nicht perfekt, aber doch schon nicht schlecht. Auch Google arbeitet da natürlich weiter dran. Die haben hier ein Projekt mit dem Namen. So, da haben wir es. Genau, sie haben ein Projekt mit dem Namen Majel gerade im Laufen. Da sind sie auch einfach extrem am Verbessern der Spracherkennung, Sprachwiedergabe sozusagen, Kommunikation, wie alles, wie die Antworten kommen, wie man praktisch mit dem Assistant dann interagieren kann. Und dieses Projekt heißt Majel. Warum? Manche von euch werden es kennen. Star Trek, dieser Computer dort, die Schauspielerin, die die Stimme des Computers gesprochen hat, hieß einfach Majel und deswegen in Anlehnung daran auch da dieses Projekt. Apple arbeitet natürlich auch weiterhin dran. Die bringen ja, wie ihr alle wisst, leider erst 2018, was heißt leider, vielleicht auch, juckt eigentlich keinen, vielleicht bis dahin, aber gucken wir mal, 2018 den HomePod raus. Für 350 Euro ist natürlich heftig, völliger Fehler in meinen Augen, denn ihr habt es schon mitbekommen, die letzte Woche jetzt, die Cyber Monday Woche und die Angebote am Black Friday, ihr habt die Google Home Minis und Echo Dots hinterhergeschmissen bekommen. Für zwischen 15 und 30 Euro gab es die Dinger, also extrem billig. Und ja, Apple will dann mit einem Preis von 350 Euro starten. Ich meine, wer zahlt sowas? Da drauf läuft auch noch Siri. Siri kann bis jetzt zumindest im Vergleich noch nichts. Und ja, bin ich echt gespannt, wie die das vermarkten wollen. Es gibt natürlich einige Apple-Fans, ich selber bin natürlich auch jetzt kein Apple irgendwie Gegner. Ich finde es schon auch cool, was sie für Geräte machen. Trotzdem haben die echt einen kleinen Hänger in meinen Augen in ihrem Preissegment. Also wie sie ja das Ganze immer angehen mit ihren Preisen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass der Google HomePod überhaupt, der Apple HomePod überhaupt konkurrenzfähig sein wird im Vergleich dann zu den Google Home Geräten oder Echo Geräten von Amazon. Amazon hat derzeit einen Marktanteil in den USA von 76%, was extrem hoch ist. Und ja, da ist es doch extrem schwer, in meinen Augen zumindest, für Apple dann da noch nachzuziehen und das Gerät dann nicht mal mehr 2017, wie eigentlich versprochen, auf den Markt zu bringen, sondern jetzt erst 2018 in den englischsprachigen Ländern, bis es dann mal bei uns soweit ist. Da wird noch einiges an Zeit vergehen. Trotzdem werden wir uns auch dieses Gerät natürlich anschauen. Ich würde sagen, das war es an der Stelle schon mit den kleinen Update-Neuigkeiten in der Technikwelt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne positives Feedback da per Daumen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns schon in der nächsten Woche bei einem neuen Video mit Vanix Tech News. Bis dahin, macht's gut. Ciao.